So, jetzt geht's los. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Vor rund 5 Jahren habe ich ein Video gebracht über ein Auto, was damals auf den Markt gekommen ist bzw. vorgestellt wurde. Und da gab es eine Menge Shitstorm von wegen, dieses Auto würde niemals auf den Markt kommen, das ist nur eine Werbefinte und, und. Es gab andererseits aber auch viele Kommentare, die dieses Auto ja schon lange ersehnt haben, dass es kommt. Das zweite Auto, was ich heute noch mit hier reinnehme in das Video, das ist sozusagen meine ganz persönliche eierlegende Wollmilchsau. Und da gibt es auch etwas Neues. Das alles nach dem Intro. Vor rund 5 Jahren präsentierte Hyundai den Kona Electric, das erste serienmäßig produzierte Fahrzeug mit einer Reichweite von über 400 Kilometern. Damals wurde halt gemunkelt von wegen, das würde das Auto niemals erreichen und ja, wie man es nicht anders erwarten konnte, der Hyundai Kona hat sein Versprechen gehalten. Das Auto basiert ja im Endeffekt auf den Erfahrungen des Kia Soul EV und ja, so ein bisschen auch plattformmäßig bzw. bautechnisch mit dem Akku unterm Fahrzeugboden. Und ja, bei Kia hat man schon selbst gesehen, die haben unwahrscheinlich viel dazugelernt in den kurzen Zeit oder in der kurzen Zeit und haben das Auto noch etwas perfektioniert. Und das andere Auto, wo der Hyundai Kona Electric von profitieren konnte, ist der Hyundai Ioniq. Genau, das Auto, was auch gerne als kleiner Tesla bezeichnet wurde. So wissen wir es heute halt besser, der Hyundai Kona Electric hat es wirklich geschafft. Und nach rund 5 Jahren der Produktion, und das wären jetzt beinahe sogar schon 6 Jahre, gibt es einen Nachfolger. Der wurde schon in Seoul bzw. in Südkorea präsentiert. Der Hyundai Kona Electric 2024 könnte man ihn dann schon nennen, beziehungsweise 23er Modell, weil er kommt ja jetzt schon auf den Markt. Noch in diesem Jahr soll die Erfolgsgeschichte des Hyundai Kona Electric weitergehen. Mit dem 23er Modell stellt Hyundai die zweite Generation des vollelektrischen Kona vor. Neu gestylt mit einem modernen und luftigen Innenraum und einem neu gestylten Design kommt die zweite Generation daher. Den 2023er Hyundai Kona wird es weiterhin in unterschiedlichen Motorisierungen geben, neben einem Verbrenner, einem Plug-in-Hybriden und einem Hybriden sowie einer sportlichen N-Line spielt der Kona Electric die Hauptrolle, denn auf der Plattform des 2023er Kona Electric basiert die Verbrenner-Variante. Der neue Kona Electric besticht mit seinem neu gestylten Äußeren. Ein markantes und zugleich futuristisches Pixel-LED-Band an Front und Heck sorgen schon einmal für Aufsehen. Hinzu kommt die dynamischen, schräg verlaufenden Falten der Seitenpartie, die in Verbindung mit den Leuchtbändern einen einzigartigen Charakter verleihen. Der neue Kona ist im Innenraum geräumiger, bietet mehr Platz und Komfort für die Passagiere und das Gepäck. Hierzu dient der um 60 mm längere Radstand mit 70 mm mehr Beinfreiheit und 11 mm höherer Kopffreiheit in der zweiten Reihe im Vergleich zum Vorgängermodell. Für seinen luftigen Innenraum sorgt auch die Innenraumbreite im Schulterbereich von 1,40 Meter auf der Rücksitzbank, was ihn zum Klassenbesten macht. Die neuen Sitze des Kona sind lediglich 85 mm dick, was ebenfalls für mehr Raumgefühl und Beinfreiheit in der zweiten Reihe sorgt. Vom Hyundai Ioniq 5 und Ioniq 6 erhält der Kona Electric den Shift-by-Wire-Wählhebel rechts hinter dem Lenkrad, was eine neu gestylte Mittelkonsole mit Ablagefächern und Cupholdern ermöglicht. Für mehr Übersichtlichkeit sorgt auch das 12,3 Zoll Doppeldisplay, welches zum Fahrer hin geneigt einen Überblick über die wichtigsten Informationen bietet. Damit die Software immer auf dem neuesten Stand bleibt, bietet das neue System Over-the-Air-Updates. Gepaart mit dem stylistischen Ambiente-Licht wird das Fahren so zum neuen Erlebnis. Über das neue 12,3 Zoll Doppeldisplay kann der Fahrer die auf Wunsch erhältliche elektrische Heckklappe in der Höhe einstellen. Ein Teil der elektronischen Kontrolltechnologie ist das Ver- und Entriegeln des Kona über das in der Nähe des Fahrzeuges befindliche Smartphone
oder einer Smartwatch. Der neue Kona verfügt darüber hinaus über das neue Advanced Drive Assistance System, welches über einen Frontkollisionswarner, Spurhalteassistenten, Totwinkelwarner, nebst Blindspot View Bildschirm, Türöffnungswarner, einen intelligenten Speedlimiter verfügt. Darüber hinaus gibt es einen Navi-basierenden Tempomaten, einen Spurhalteassistenten und einen Abstandsassistenten. Für ein sicheres Einparken gibt es ein Surround-View-Kamerasystem, Rückfahrkollisionswarner, Rundum-Parking-Distance-Control und einen Rückwärtskollisionsassistenten. Mit seinen Abmessungen von 4,35 m in der Länge, 1,83 m in der Breite, 1,58 m in der Höhe und einem Radstand von 2,66 m sollte das Einparken jedoch kein Hexenwerk sein. Ab April 2023 will Hyundai weitere Informationen zum neuen Kona Electric veröffentlichen. Die ersten Bilder von Vorführung in Korea lassen sehr viel versprechen. Wollen wir hoffen, dass der neue Kona ein guter Nachfolger der ersten Generation Kona Electric wird. Kommen wir jetzt zu meiner ganz persönlichen eierlegenden Wollmilchsau, den Kia Soul bzw. den Kia Soul in der elektrischen Variante, also Kia Soul EV bzw. Kia e-Soul. Angefangen hat das Ganze ja schon irgendwie so in den Jahren 2010 mit der ersten Generation des Kia Soul bzw. 2009 muss es gar schon gewesen sein. Das war ein Riesenerfolg, dieses Auto. Und es war ja, Kia war nicht der einzige Hersteller, der ein solches Boxendesign oder Boxdesign präsentiert hat. Da gab es ja auch noch Daihatsu, Toyota, Honda, Nissan und wie sie alle heißen, die haben alle solch ein Design entwickelt. Nur der Kia Soul ist der einzige, der davon überlebt hat und mittlerweile in der dritten Generation. Die dritte Generation wurde ja 2019 vorgestellt. Und basierte oder hatte vielmehr immer drei Ausstattungslinien und mittlerweile gibt es nur noch eine einzige und es gibt auch nicht mehr zwei Antriebsvarianten, sondern nur noch eine. Und zwar gibt es den Wagen nur noch in der Inspiration-Ausstattung, was sozusagen eine Inspiration sein könnte. Also worauf eigentlich? Und es gibt ihn auch nur noch mit dem großen Akku, also 64 Kilowattstunden und mit dem 150 kW, 204 PS starken und mit 395 Newtonmeter Drehmoment versehenen Elektromotor. Diese eine Ausstattungslinie, die jetzt halt übrig geblieben ist, beziehungsweise neu zusammengesetzt wurde, ist schon vollgepackt. Und da kann man denn allerdings noch, wenn man noch etwas haben möchte, gerne noch eins drauflegen. Und zwar gibt es da noch eine, ja im Endeffekt vier Pakete gibt es noch dazu zu kaufen. Ein Frunk, eine Frunkbox, also das, was ja eigentlich immer gefehlt hat, ein vorderer Kofferraum. Da gab es ja denn schon findige Tüftler, die halt einfach eine Box vorne reingesetzt haben und fertig. Dann gibt es noch eine Anhängerkupplung dazu. Genau, zu den Paketen gehört dann auch noch die Wärmepumpe für 1000 Euro, das elektrische Glasschiebedach für 690 Euro, das Lederpaket für 1490 Euro und wem es gefällt, das SUV-Design-Paket für 990 Euro. Also SUV-Design-Paket, das sind halt diese Plastikverkleidung an den Flanken und dann gibt es, glaube ich, noch eine geänderte Schürze in Front und hinten der Diffusor ist ein bisschen abgewandelt. Ja, das sind so die Pakete, die man kaufen kann. Und wer da noch ein bisschen mehr Geld ausgeben kann oder auch möchte, wie auch immer, der wird dann halt noch beim Ladeequipment, finde ich, da kann man noch reichlich ordentlich was für ausgeben. Ja, ich habe schon erwähnt, den Soul gibt es nur noch mit dem 64 Kilowattstunden großen Akku und dem 150 kW starken Motor. Die kleine Variante ist halt weggefallen mit den 39,2 Kilowattstunden Akku und dem 100 kW Motor, also 136 PS.
Ja, und der Grundpreis für die Inspiration-Ausstattung, also ohne diese ganzen Pakete, die ich gerade aufgezählt habe, ist 46.950 Euro. Ist schon mal ein stolzer Preis, ja. Wer sich übrigens dann noch für die Anhängerkupplung entscheidet, erfährt eine geänderte Garantieregelung. Ja, die erfährt er übrigens bei seinem Händler. Also, wer von euch Händler ist oder vielleicht schon mal mit einem Kia-Händler drüber gesprochen hat, sagt mir doch mal oder schreibt mir in die Kommentare rein, was das für eine geänderte Garantieregelung beim Mitbestellen der Anhängerkupplung ist. Würde mich ja mal interessieren. Ja, ich denke mal, die meisten würden wahrscheinlich so eine Anhängerkupplung eher dazu benutzen, Fahrradträger zu montieren und Fahrräder mitzunehmen. Oder ja, ganz wenige eigentlich mit Hänger. Wie viele Autos sieht man mit dem Hänger durch die Gegend fahren? Und wenn, dann war es, glaube ich, nur irgendwie mit 300 Kilogramm Zuglast, zumindest in Norwegen gewesen. Wer weiß, was hier jetzt bei rauskommt. Ja, bereits für das Modelljahr 2022 führte Kia ja das neue Markenlogo ein. Also nicht mehr diesen runden oder ovalen Badge, den sie vorne und hinten drauf hatten, wo Kia drin stand, sondern halt dieses modern gestylte, diesen Kia-Schriftzug, den ich übrigens persönlich sehr gut finde, wenn man denn weiß, was es heißen soll. Wenn man nicht weiß, was es heißen soll, sieht es ein bisschen komisch aus. Da muss man erstmal überlegen, was könnte das denn für ein Auto sein, ja? Was sich jedoch im 23er Modell ändert oder geändert hat, ist die Position dieses Logos. Vorher war ja das Logo vorne auf der Motorhaube, so in diesem kleinen, ja, Halbrund, der da so wie so eine Nase halt runterging. Und jetzt ist das Ganze runtergewandert in das imaginäre Leuchtband, was es nicht beleuchtet ist, also zwischen den Scheinwerfern dieses Teil da. Und da sitzt jetzt das vordere Logo drin. Dafür ist aber auch diese Sol-Prägung in der C-Säule weggefallen. Dieses Kunststoffteil ist jetzt glattflächig. Und ja, hinten ist es gleich geblieben. Dafür haben wir jetzt aber am Heck nicht mehr unterschiedliche Farben von dem Sol-Schriftzug. Beziehungsweise es gibt jetzt ein anderes Design. Also der Sol-Schriftzug sieht zum einen anders aus und zum anderen ist er jetzt in Chrom. Genau, 64 Kilowattstunden Akku und ein Chrom-Schriftzug gab es vorher nicht. Da war er immer rot gewesen. Chrom hieß immer 39,2 Kilowattstunden. Das haben sie da einmal geändert. Der ist, wie gesagt, jetzt immer in Chrom. Was aber am allermeisten auffällt und was, finde ich zumindest, richtig geil aussieht. Gut, ich fand das damals auch geil, wo es auf den Markt gekommen ist, weil es halt neu war. Es war was Tolles. Der Kia Soul hat ja 2019, also in der dritten Generation, hinten diese rote Leuchtbandspange gekriegt, die halt am Heck war. Und das sah ja immer so ein bisschen, je nachdem, was es für eine Farbe war, ein bisschen, ne, ich sag mal, billig aus, ne? Also es sah schon, ja, okay, es ist ein Kia Soul, man hat ihn von hinten erkannt. Das wurde jetzt geändert und also dieses Leuchtband ist nicht mehr durchgängig, sondern schwarz unterteilt bzw. auch schwarz abgesetzt. Das heißt, man sieht die einzelnen Lichtflächen oder Leuchtflächen jetzt viel besser. Sie sind nicht mehr in diesen roten irgendwo so, ja, wo leuchtet es denn jetzt, sondern man sieht es direkt. Da sind halt die Flächen, wo es rot ist oder gelb ist, wie auch immer, oder orange vielmehr zum Blinken. Finde ich persönlich, es macht den Wagen erwachsen, es macht ihn hochwertiger. Also er sieht einfach so ein bisschen hochwertiger aus. Seitdem man vergreift sich in der Farbe, dann kann das vielleicht schon wieder ein bisschen preiswerter aussehen. Aber gut, Farbe ist Geschmackssache, genauso wie Design. Jedem muss es gefallen und ja. Was jedoch weggefallen ist, wegen der Zulassungsbestimmung hier in Europa oder zumindest hier in Deutschland, ich bin aber der Meinung, das ist eine europäische Regelung, ist der Schalter für diesen Fußgängerschreck. Also, ihr wisst schon, das Teil, was man eigentlich abschalten konnte über einen Schalter, was bei Geschwindigkeiten unter 30 Stundenkilometer so einen fürchterlichen Krach gemacht hat, damit halt die Leute, vornehmlich halt Fußgänger und Radfahrer mit ihren dicken Dingern da oben drauf, vielleicht doch noch mitkriegen, dass da ein Auto ankommt. Ja, ich weiß nicht, bei Verbrennern musste man, glaube ich, immer ein paar Löcher in den Auspuff bohren, damit man das Auto noch gehört hat oder so. Keine Ahnung, da fahren hier so viele von rum. Ich finde es eigentlich ruhig viel angenehmer und schöner. Ja, das hat sich geändert. Was sich noch geändert hat, ist natürlich dann auch im Innenraum geht es ja noch weiter mit den Änderungen.
Und da haben wir beispielsweise ein geändertes Lenkrad, beziehungsweise nicht das Lenkrad als solches, sondern Bediensatelliten, die halt in den Lenkradspeichen drin waren. Also diese runden Dinger, wo dann lauter Knöpfe drin waren. Das Design hat sich geändert, sie wurden anders angeordnet und ich finde, das sieht viel hochwertiger aus. Also passend halt zu den anderen Kia-Modellen, die jetzt neu rausgekommen sind, ist es halt so ein wenig angepasst worden. Was wir dann auch noch angepasst haben, ist der Start-Stopp-Knopf, heißt jetzt nicht mehr Start-Stopp-Knopf, weil ist ein Elektroauto, da startet man ja nichts. Ne? Und das ist jetzt einfach ein Power-Button. Ihr kennt ja dieses Logo, was halt so ein Kreis ist, der unten offen ist, dann geht so ein Strich rein, also so ein Power-Knopf wurde da draus gemacht. Auch das Design von diesem Knopf ist halt von der Aufmachung her, wirkt ja irgendwie so ein bisschen ja, moderner, irgendwie ein bisschen neuer mehr und nicht so altbacken wie mit dem Schriftzug. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es jetzt keine rote indirekte Beleuchtung mehr von diesen ganzen Knöpfen und Schaltern gibt, sondern sie ist weiß. Genauso wie die Beleuchtung an der Klimaanlage, wo dieses kleine Display ist, da waren ja immer die Temperaturziffern, die waren immer rot, jetzt sind sie weiß und auch die Drehknöpfe oben, die sind auch weiß hinterleuchtet. Gefällt mir ehrlich gesagt ja gar nicht mal so schlecht. Ja, so nach meinen ganz persönlichen Erfahrungen bedeutet das eigentlich so das Ausdünnen eines Modells, dass es halt nur noch eine Ausstattungslinie gibt. Und die dann eigentlich schon vollgeballert ist bis oben hin, bis auf wenige Zusatzpakete, die man sich noch mitbestellen kann. Also wie in dem Fall Schiebedach will vielleicht nicht jeder haben. Oder auch die elektrisch verstellbaren, temperierten und also beheizten und belüfteten Vordersitze und die beheizten Hecksitze, hinteren Sitze, die will vielleicht auch nicht jeder haben. Das wäre halt das Lederpaket. Ja, ansonsten gibt es halt nicht viel dazu. Man kann dann halt noch die Farben wählen, einfarbig oder zweifarbige Lackierung. Die kosten dann halt auch noch dementsprechend Aufpreis. Das war es dann aber halt schon. Und dieses Ausdünnen der ganzen Preisliste ist nach meinen Erfahrungen, und vielleicht könnt ihr das auch bestätigen, bedeutet das immer, dass die Serie ausläuft, dass das Modell ausläuft. Also nicht, dass es abgeschafft wird, aber dass jetzt halt 2023 das letzte Jahr ist, wo das Modell verkauft wird, hergestellt wird, und ich gehe mal davon aus, dass wir zum Jahr 2024 den Kia Soul in der vierten Generation vorgestellt bekommen. Warum sollte der sonst jetzt auch Inspiration heißen, also Inspiration? Wir werden inspiriert, wie die Zukunft aussieht. Auch mit den ganzen Extras, die es da halt jetzt wirklich serienmäßig drin gibt. Ich sag's mal so, wenn der Fortschritt so weitergeht, wie er bisher in der Soul-Generation oder in den Soul-Generationen zu vermerken war, dann wird der Kia Soul in der vierten Generation ein richtiger Knaller. Und einen Vorgeschmack davon gibt es auch schon. Dieses Fahrzeug hat schon halt Ausstattungsmerkmale, die es vorher nicht gab, beziehungsweise die halt in anderen Kia-Modellen, die gerade neu rausgekommen sind, in den letzten ein, zwei Jahren, die dort schon verbaut wurden oder halt als Update noch nachgespielt wurden. So, das soll es jetzt aber auch schon gewesen sein von meiner Seite mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen rauf da, abonniert diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video seht. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.